Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin gerade am Tomatenernten. Zwei habe ich gepflückt und ja, das hat auch was auf sich heute. Das ist keine normale Ernte und worum das geht, das zeige ich euch gleich. Wie gesagt, wird das keine normale Ernte. Freunde von mir haben gerade eine Tapas-Bar, ein Tapas-Restaurant eröffnet und dort möchte ich frisches Gemüse hinbringen. Frisch aus meinem Garten, ökologisch, biologisch angebaut. Ich kann es ja immer nur wiederholen. Auf jeden Fall nachhaltiger Anbau. Und wir wollen anderen Menschen zeigen, wie gut regionales Essen schmecken kann. Das ist jetzt ein kleiner Teil aus dem Garten. Das ist nur als Highlight zu sehen. Ich verdiene damit nichts. Ja, und ich werde die Kiste vollpacken. Es geht um die gute Sache. Überschuss von mir. Und ich nehme mich einfach mal mit, um was es sonst so zu erzählen gibt. Dann gleich. Als erstes schnappen wir die Tomaten. Ich habe schon einen Fuß im Beet und ja, klopfen wir mal ein paar ab, dass ein bisschen was zusammenkommt für die Jungs, damit die ein bisschen den Menschen zeigen können, was für tolle Tomatensorten das gibt. Dass Tomaten auch ganz anders schmecken können als aus dem Supermarkt. So ihr Lieben, hier habe ich ein paar Tomaten. Die sind reif, die sind über, die nehme ich mit. Hier habe ich gleich mal zwei. Cream Sausage. Mal gucken, ob hier noch mehr bei ist. Ja, nee, die sind noch nicht so weit. Nicht ganz so viele, aber die ziehen ziemlich schnell nach. Deswegen nehme ich noch ein paar mehr mit. So, auch wenn die früh dran sind. Die wollen wir einmal mit haben. Ganz vorsichtig. Zack. Das ist auch schon ein schönes Exemplar übrigens. Nach wie vor kann ich empfehlen, schmeckt super lecker. Die legen wir einmal schon mal hier rein. Noch eine. Oh, da werden sie sich freuen. Die sind beliebt. Da sind solche Apparate zwischen. Ich muss die rausholen, ich komme noch mit der Kamera jetzt nicht rein. Aber das erste Exemplar. Das wäre dann mal einer. Wow, noch so ein schönes Ding. Die sind beliebt. Schöne Mangoldblätter. Kann ich mal ein paar mehr abgeben. Kommen ja auch noch wieder genug nach. Ich ernte täglich Tomaten. Ich habe echt genug über, wirklich viel. Oh, und die sind besonders lecker hier. Ihr seht das, manche sehen natürlich aus, als ob ich sie zu früh geerntet habe. Im Grunde genommen ist es auch so für den direkten Verzehr. Aber ich denke ein bisschen mit, dass sie ein paar Tage später auch noch was haben. Und ja. So sieht das aus. Die können sich freuen, würde ich sagen. So, hier sind wir bei Kartoffeln einer ganz besonderen Sorte. Das war die Kartoffel 2018 wohl irgendwie, wo auch immer gekrönt. Die rote Emily, also wer sie von euch draußen kennt, wird wissen, die schmeckt richtig gut. Also bisher meine Lieblingskartoffel. Hier sind drei Pflanzen und von einer Pflanze kriegen die Jungs ein paar Kartoffeln von mir. Die können sich freuen, das ist so lecker. Die Vorfreude ist echt riesig, andere Menschen mit leckerem, gutem Essen, gesunden Essen anzustecken. Ja, irgendwie ein Traum. Also ich finde das voll schön. So, lege ich einfach mal los, ne? Ich habe ja erzählt, ich habe verschiedene Anbaumethoden ausprobiert. Wer es nicht mitbekommen hat, ich habe ein Kartoffelernte-Video gemacht, habe ich alles dazu erzählt. Ach, was soll der Geiz? Noch eine Pflanze. Das sieht schon eher nach der Größe aus, wie es sein soll. Ein paar Kartoffeln, mehr habe ich auch nicht erwartet.
Aber das reicht für den einen oder anderen Gast. Wie gesagt, das ist eine Tapas-Bar. Da braucht das nicht einen riesen Kartoffelhaufen, sondern daraus wird irgendwas gemacht und das kommt bei den Gerichten dann dazu. Ob das Kartoffelstampf ist oder wie auch immer. Das sind ganz kreative Köche am Werk. Das kann alles Mögliche werden. So langsam wird das. Ich werde jetzt mal alleine weiter ernten. Es gibt noch so viel zu ernten. Ein bisschen Zeit ist auch knapp. Ich habe noch ein bisschen was vor. Und bevor ich hier fertig werde mit Aufnahmen und so weiter, dann sind die Gäste schon satt. Hatten kein Essen aus meinem Garten. Und das soll sie natürlich noch rechtzeitig erreichen. Weiter geht's. So, das ist jetzt die Ernte. Zucchinis, Kartoffeln, jede Menge Tomaten. Kapuzinerkresse, die Blüten, Kapuzinerkresse, ein paar Blätter, eine Paprika, Radieschen aus dem eigenen Garten. Dann habe ich hier einmal Maggikraut, also Liebstöckel, Basilikum, Rosmarin, Thymian, Minze. Hier habe ich Sellerie, einmal chinesischen Sellerie und den deutschen, so wie wir das kennen. Und ganz rechts Mangold. Das packe ich jetzt alles in eine Kiste. Kiste ist fertig gepackt, alles untergekriegt und jetzt ab zur Tapas-Bar, zum Mittelpunkt. So, ich bin da am Mittelpunkt. Frisches Gemüse für die Jungs. So, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Die Jungs haben ihr Gemüse gekriegt. Und zu euch sage ich nun vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lars, ich bin raus.